Assalamu alaikum YouTube, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute reagieren wir mal auf was ganz Neues, und zwar bester Profispieler, Find the Pro von Diyar. Mal was ganz Neues, weil ihr euch das gewünscht habt. Normalerweise feiere ich die Videos gar nicht, aber ich ziehe es mir rein, weil es der Chat will. Also das war nur Spaß, ne? Später wieder für die Leute, die keinen Humor haben und geistig zurückgeblieben sind. Es war Spaß. Es ist mein Lieblingsformat zurzeit auf YouTube und ich liebe dieses Format. Jalla, rein damit. Viele Spieler dabei. Ich bin wieder gespannt, wer es sein könnte. Ich will es auch nicht jede Folge sagen, aber heute habe ich eine Jury-Konstellation, die, glaube ich, keiner von euch erwartet hätte. Deshalb will ich gar nicht so lange labern. Kommen wir direkt zur Jury-Vorstellung. So, Freunde, mich brauche ich gar nicht vorstellen. Dia, Fußball-Creator, Spieler von Delay Sports. Ich sage jedes Mal dasselbe, aber jetzt erstmal hier neben mir geht es wieder wild weiter. Was geht ab, Freunde? Ich bin Elias Nern. Ich bin Streamer, war auch schon mal. Oder ich durfte einmal bei der einen Folge mit dabei sein. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben mich gefragt, ob ich wieder dabei sein möchte. Und ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, Leute, wieder Kamari. Hi. Auch Spieler von Delay Sports, Content Creator. Meine zweite Folge und genau das Gleiche. Mega Bock gemacht. Ja, was geht ab? Mein Name ist Samra. Ich bin heute hier. Also bei Samra? Da dachte ich mir, hä, Bruder, woher? Bei Samra war ich verwundert, wie die Konstellation zustande gekommen ist. Aber nice. Das erste Mal zu Gast, ich bin Rapper, aber ich bin absoluter Fußballfan und versuche heute der Jugend hier was mitzugeben. Von wem bist du Fan? Was ist dein Verein? Magdeburg. Magdeburg? Ja, ja. Der hat Hertha rasiert letztens. Ja. Ja. Warst du nicht oft Union Berlin im Stadion und so, oder? Ein, zwei Mal war ich da, ich hab da auch... Ja, da kann man jetzt schon mit mal... Was Dings? Magdeburg, Digga? Hat er das ernst? Freunde, die da so das ganze Spiel organisieren und so, aber ich bin absoluter Magdeburg-Fan und hab da auch Freunde, die spielen, ja. Tam Alman. Ah, okay, ja, Freunde, die da spielen. Mannschaft. Und der ist aber Magdeburg. Ist voll okay. Random, ne? Ich dachte, voll, ja, Magdeburg. Jetzt kommt so Real, Barca oder so. Ja, komm, selbst. Voll Magdeburg. So, Freunde, Jury habt ihr jetzt kennengelernt. Ich glaube, die Konstellation haben die wenigsten erwartet. Freut mich aber, dass das geklappt hat. Kommen wir jetzt direkt zur Spielervorstellung. My name is Lucas Falcao. I'm 23 years old. I play attacking midfield for Flamengo U23. Er ist es. Folge vorbei, sollen wir noch weiter gucken, Leute? Sollen wir noch weiter gucken? Für mich ist es. Ich brauche gar nicht mehr weiter gucken. Mein Name ist Sufjan Nijmi. Ich spiele bei der U17 bei St. Pauli als Trainer. Hallo, ich bin Ali. Ich bin 18 Jahre alt, Jahrgang 2005. Ich bin Attacking Midfield, Linksflügel, Rechtsflügel und Zentral. Mein aktueller Verein ist Leganés. Ich spiele bei. Bruder, Ali, du bist nicht 19, du bist 29. Hör auf damit. U19 und B-Mannschaft. Hallo, mein Name ist Zahm, ich bin 20 Jahre alt, ich spiele beim ersten FC Magdeburg in der U23 und meine Positionen sind 10er und 8er. Ich bin David, 21 Jahre alt und bin Stürmer bei den Young Boys in der U21. Ich bin Justin Berger, ich bin 19 Jahre alt, meine Position ist die linke und die rechte Außenbahn und ich spiele aktuell für die U23 von Hansa Rostock. Hallo, mein Name ist Saimi Kocci, ich bin 20 Jahre alt und spiele bei der U21 von Kaiserslautern und ich bin Mittelfeldspieler. Einiges gesehen, das, was ich immer als erstes frage, der erste optische Eindruck, was glaubt ihr? Samra, fang du mal an, von links nach rechts. Wer könnte es sein, rein optisch nur? Rein optisch. Hier die Beine auf jeden Fall bei Justin heißt du. Bei Justin sind stabil. Heftig, ne? Das ist mir auch gefallen. Stabile Beine, aber von der Größe auch der Kroate. David, ne? Aber auch Lukas Falcao hat so dieses Fußballerische ja. mit den Ohrringen. Cristiano Ronaldo Haarschnitt, spricht brasilianisch oder was sprechen die? Portugiesisch. Portugiesisch, ja. Portugiesisch. Sufjan, Justin. Und Samir. Hier auch vom Aussehen her, Falcao, aber weiß nicht so. Digga, U23, Flamengo und sowas, oder? Ich habe ja schon welche da gesehen. Das war wirklich High-End-Level, ohne Scheiß jetzt. Das kannst du. Ja, ich kann es mir schwer vorstellen, aber das sieht man dann später. Aber sonst so diese Dreier-Konstellation. Ja. Ist für mich so vom rein optischen, wie sie stehen, wie sie sich geben, vom Gefühl her. Eli? Das ist übertrieben schwer, ne? Guck mal, würdest du sagen, Thomas Müller sieht aus wie Fußballer? Nein. Weißt du? Das ist Thomas Müller, Digga. Da hat er Mert Hakan noch nicht gesehen. Einmal vom Aussehen. Ja, Gefühl sage ich auch. Er hinten rechts, dann Hansa Rostock. Und es kann sein, kann ich mir vorstellen. Also nach dem Barca-Ding letztes Mal, glaube ich ja, alles. Hinterfrage ich nichts mehr. Hinterfrage ich wirklich nichts mehr. Aber kann jeder sein. So. Ja. Man sieht, weißt du, wo ich das immer finde? Man sieht es direkt so, erster Kontakt und sowas. Weißt du? Ich sehe das sofort, wenn er annimmt und alleine wie er ja, läuft. Ja, so ein bisschen. Man so sieht sowas ein bisschen. Nicht mal, der muss sie nicht mal reinhauen, die Bälle, aber so wie er. Ball, Annahme, Mitnahme, genau. Ich weiß. Genau. Ja, mein Call wäre auf jeden Fall auch der Mann Justin, ne? Mit den stabilen Beinen. Justin steht richtig selbstbewusst. Lukas Falcao finde ich sehr spannend.
sieht auch aus wie ein Fußballer. Und Sofian, gehe ich mit Samra mit, der steht da wie auf jeden Fall. Ich vergiss nicht, der sagt, er ist 16. Ja, das ist krass, wie er da 16. steht. Aber bei allen anderen bin ich einfach gespannt, muss ich sagen. Ich auch. Oft ändert sich das ja sofort. Oder überleg mal, vielleicht haben wir kleine Jungs, die so spritzig hatten und so flink sind und so. Guck, die Musti weißt du, an, jetzt Musti ja, nee. Angesehen. Der sah, wenn man nichts gegen Musti... Ja, so Eli. Aber er sieht ja nicht aus wie ein krasser Fußballer. Und am Ende hat er performt. Ja. Das ist viel, viel spannender. Deshalb fangen wir direkt an mit Challenge Nummer 1. Übung Nummer 1. Cem, kannst du gerne erklären, was machen wir? Also die Oldschool 5-Shot-Challenge. Ne? 5-Shot-Challenge machen wir heute. Und hier ist es einfach wichtig, dass die Jungs, ich weiß, die sind jetzt ein bisschen aufgeregt und alles, aber dass man sich so dieses Geschmeidige vom Fußballerischen, das, was die Jury auch sehen möchte, dass man das in den Vordergrund bringt. Ja? Das heißt, sanfter Touch und dann aber auch mit Überzeugung, dass man es aufs Tor bringt. Wunderbar, top erklärt. Deshalb viel Spaß jetzt mit der 5-Shot-Challenge. 5-Shot-Challenge, beste Challenge, sollte wirklich immer die erste Challenge sein bei diesem Format. Okay. Vamos. Lukas kann starten. Jetzt bin ich gespannt. Flamengo U23. Starker Torwart. Selbstbewusstsein. Aber gut gehalten. Aber guck mal, das kann passieren. Aber jetzt Selbstbewusstsein weg. Mhm. Wenn er erstmal links oder rechts schießen, ne? Egal. Okay, das war. Gute Bewegung. Digga, was ist das hier? Er hat mich gefickt, Digga. Bilo, trotzdem gute Bewegung. Ja, fand ich auch. Das war eine klassische Bilo-Übersteiger, oder? Ja. Ich weiß hier. Gute Bewegung. Ja, krass. Was bringt das, wenn der Übersteiger gut ist, aber man ausläuft? Bewegung trotzdem. Weiter. Die sollen nicht denken, dass sie einfach nur Tore machen müssen. Du siehst auch einfach genau. Weißt du? Gut, aber gute Schusstechnik. Ja, Technik ist gut. Bei mir sieht es nicht aus. Schwacher Fuß, jetzt bin ich gespannt. Mit links? Ja. Ich mach mal 1,5 Geschwindigkeit. 1,25, komm, das merkt man eh nicht. Der darf jetzt nicht so verkrüppelt kommen. Ist okay, ehrlich. Danke, Bro. Einmal kommt noch. Okay, aber Name jetzt kleiner. Wichtig. Touch ist ja, gut. Solide. Wow, der war gut. Ja. Obwohl, das kannst du nicht machen, 1,25 bei diesem Format, ja? Sehr gut. Elfmeter kann man verkacken. Ja. Ich fand 1 gegen 1, Übersteiger sah gut aus. Ja. Ich fand den letzten geil. Aber jetzt. Dein letzter okay. Schuss. Aber nee, war nicht krass. U23 nein, nein, nein. So, das ist halt die Sache. Wir dürfen auch nicht zu nett sein. Aber ja. War okay. War schlecht. Okay, ja. Guck mal, wir haben jetzt Sofian 10er, ne? Also offensichtlich. 16 Jahre alt, St. Pauli. 16. Der muss zaubern. Okay, Sofian, kannst starten. Okay. Elfmeter ist immer. Was ist das? Ja. Weißt du? Ja. Den sollte er auch. Kleine Bewegung. Ich auch, ich schwöre dir. Mach doch einen Heber, mach mal einen kleinen Chipper. Stark. Schnelle, flinke Beine. Geile Bewegung. Ist schnell. Geile Bewegung. Schnelle Füße. Wenn er will, kann er. Wow. Super. Ja, nice. Oh, Digga, oh, 16 Jahre alt. Der ist krass. Stark, der ist gut, Mann. Kann sein. Er ist 16, ne? Der ist 16. 16 Jahre alt. Oder war schon so, er ist eigentlich 20. Nee, ist ja, links. Links, gut geil. Schwacher Fuß, ist egal. Versuch mal, dass er wirklich mal Luft annimmt, ja, wenn's geht. Er muss weiter weg eigentlich. Ne? Ja, er ist zu nah dran. Aber oh, schöne Annahme. Ja, ist okay. Ja. Letzte. Danke, Bro. Aber die seine Beine und so, Digga, war schon. Diese, wirklich diese der ist langsam angelaufen. Ich dachte erstmal, okay. Aber diese schnelle Überschläge, papp, vorbei. Bei dir ist auch die. Meinst du, das ist ein Signature, ne? Ist das ein Anlauf, Bruder? Ist das Ronaldinho-Anlauf? Ja, Ronaldinho-Anlauf. Ali, bist du ready? Was ist das? Einfach seitlich. Ich bin da ein bisschen früher. Das ist unser asylantischer Bruder. Ich bin gespannt, Digga, der Anlauf wird. Hab ich noch nie gesehen. Kann starten. Weiß ich nicht. Nicht so gut geschafft. Ja, mehr Show als Mo. Also. Nee. Er ist natürlich sehr nervös. Das wiegt sehr nervös. Ja. Auch sein Laufstil ist ein bisschen. Also, Laufstil, ja, kann man jetzt nicht so sagen, aber Thomas Müller läuft auch komisch. Ist okay? Ich sage dir, der spielt bei so einem Dingsverein. Bei so einem kurdischen Verein, Digga. 100%. Ja, den haben die geholt aus Syrien, der spielt bei einem kurdischen Verein, Bruder. Ahmetspor oder so. Weiter, Ali. Weiter. Geht ehrlich gesagt, ja. Wir können auch nicht die ganze Zeit hier so großes Herz zeigen und Freunde zeigen. Ja, hast vollkommen recht, Bruder. Boah, aber gut. Ist okay, rechts links, okay? Schlecht, aber, ja, hast vollkommen recht, Bruder. Boah, aber gut. Ist okay, rechts links, okay? Schlecht, aber, ja, ich auch. Also die anderen beiden waren safe. Ja, da siehst du so ein bisschen mehr. Ja. Auch die Annahmen, nee. Ja. Stark, hab ich stark, Ali. Bravo. Alter, kein Kommentar. Das ist so ein Ding, weil er so motiviert ist, Bruder, will ich sein Herz nicht brechen. Ja, aber letztes Mal in der Folge bei dir haben wir den Fehler gemacht mit den einen. Weißt du noch, wo er gesagt hat, ich bin motiviert, ich habe nicht geschlafen. Ja, genau. Und da haben auch welche gesagt, ihr müsst halt fair sein.
Und ja, bis jetzt, ja auch. Erster Eindruck, nur erster Eindruck, ne? Also nichts gegen die persönlich, muss man ja immer sagen. Ja, ist fußballerisch. Der, ist auch, der war auch, das sah gut aus, aber ich fand bei den anderen beiden war das ein bisschen runder alles. Wie fandet ihr bis jetzt am besten von den dreien? St. Pauli, Marokkaner. Ja, ich fand Sofyan am besten. Ja, ich, ja. Auch, ich auch. 16, also weil er doch 16 ist. Er hat dieser Kontakt beim 1 gegen 1. Ja. Papp, vorbei. Hat mir echt gefallen. Und sein Linker war auch gut. Oh, jetzt Ali. Mhm. U21, Lautern könnte auch Statur. Ne, Sami, ja. Sorry. Ja, ist okay. Passiert. Cristiano auch schon. Elfmeter verschießen auch Becken und Cristiano. Ja. Ja. Oh, der schnelle Beine, Digga. Das ist gut. Ich liebe diesen Wackler, ne? Ich mach den auch so oft. Bei dir aber mit ein paar Kilos drauf. Schwein. Komm, Sami. Schnell. Ist schnell. Rechts. Oh, nice. Super Schuss. Guter Ball. Ja. Ist ein geiler Zocker. Ja, bravo, nochmal hinlegen selber. Richtig. Geh mal aufs Kurzeck. Wenn er aufs einer Kurzeck schreibt, der andere spielt Duisburg Magdeburg. Ja, boah, doch. Aber er kann mit Oh, schwacher Fuß, nice. Ja. Beifüßig, 100%. Ja. Also würde ich auch auf jeden Fall. Für die erste Runde sag ich guter Ball. Ah, nee. Also, nee. Wie sah er den Sand an? Oh, Digga. So, dass er ihn mit dem zweiten Kontakt schießen kann. Ja, gut, aber der hat das schon. Wenn er einen 3 nimmt, dann hat das gut gemacht. Ja, okay, ich wäre noch einen Schritt weiter zurückgegangen. Stark. Und dann mit dem Fuß, weißt du? Ja. Sehr gut, Sami, ne? Stark, Sami. Justin, bist du ready? Hansa Rostock. Warte, dann Schatz. Ich wusste es doch. Ja, Bruder. Boah, ja, nice, Alter. Hast du den Aufwärmübel? Boah, das sah nice aus. Das finde ich einfach. Schnörkellos rein, Bob. Super. Er ist komplett auf Spannung. Genau das, was hier Lukas Falcao nicht hatte, weißt du? Ja. Lukas Falcao hatte das nicht. Null. Also vergleich das doch mal. Der ist voll konzentriert. Linksfuß. Ja. Gute Schuss. Trotzdem gute Schuss. Vielleicht ist er Rechtsfuß. Nee, er ist Linksfuß, ne? Welche Position spielt er? Da bin ich mal gespannt. Rechtsfuß, wenn er nach innen zieht. Ist nochmal schwach. Wenn er einigermaßen schießen kann, ist schon gut. Ja, ist okay. Ist okay. Stark, Keeper. Ja, gut, beiden auch im Tor. Guter Wurf. Ja, Touch. Schöne Annahme. Okay, guter Touch. Ja, doch. Ich glaube, er hat einen guten Schuss. Er ist rechter Flügel, er wird halt wahrscheinlich übelst schnell sein, ne? Hansa Rostock später. Kann ich mir sogar vorstellen, dass er schnell ist. Ja. Nicht schnell? Wenn er dass rechter, er schnell ist. Rechter, ja, rechter linker Flügel, Hansa Rostock. Entweder er ist einer als linke Flügel, der wirklich Linie hoch und runter läuft. Soll er mal Flanken bringen? Wollt ihr mal einen Sprint sehen? Können wir es jetzt schon haben? Mhm. Justin, kannst du vielleicht einen Sprint nur anziehen? Heißt er Justin? Ja. Ich hab das Gefühl, Samra fragt sich, was mache ich hier gerade? Kannst du einmal vom Fünfer zum anderen Fünfer einmal sprinten? Nur auf der Fünferlinie höher, zur anderen Fünferlinie höher? Nur kurz einmal vor uns, weil wir vermuten, dass du sehr schnell bist. Der ist auch professionell, finde ich, ja? Samra ist nur wie den Klicks da. Ja. Clickbait. Samra ist mit dabei. Bleib da. Einfach, genau. Ja, einfach nur bis zum anderen Fünfer. Der ist safe, das. Soll ich dir Help geben oder machst du einfach? Ja! Okay, der ist schnell, Bruder. Oh, Digga, das ist eine Rakete. Ja, ist sehr schnell. Rechter Flügel Rostock? Kann sein. Danke, oder linker Flügel, der durchschleift und immer nur flankt. Kann auch sein. Aber er kann, du hast gesehen, dass er dieses. Ja. Der ist schnell, der Mann, also. Jemand, der nach innen zieht und dann so links. Nö, ist kein schlechter. Der ist gut. Aber wo? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich könnte bis jetzt auch wirklich immer nur noch einen rauswählen, ne? Ich auch, Mann. Ich auch. Warte. Boah. David hat Hunger, David ist wild. Bravo, David, bravo. David, okay, ich will dich nicht lange aufhalten. Bravo, Bratte. Fang an, hau rein. David? Der ist ja heiß. Young Boys. Aua. 1 gegen 1 erstmal. Boah, Alter, das. Wie gehen die denn nochmal hin? Der Schuss ist entscheidend. Digga. Ja, mach drei Tore. Da rein. Keine Ahnung, ja. Tore machen. Mit rechts. Ja. Der sieht mir komisch aus. Ups. Aber er geht sogar rein. Bruder, das ist. Er sieht mir aus wie so eine Spaghetti, Alter, irgendwie so, ja? Wir haben ihn verbrannt, bevor er angefangen hat. Wallah, wir haben ihn verbrannt. Bruder, der sagt Bauch, der sagt so. Bruder, er hat sein Bein nicht im Griff, Bruder. Auf keinen Fall, Bruder. 5 von 5, ich sage trotzdem nein. Auf gar keinen Fall, Jungs, Digga. Das, wie auch sein Bein hätte hergezogen hat. Aber er hat die auf jeden Fall alle reingemacht. Ja, ich weiß, was du meinst, der haut die rein. Ja, aber so Annahme und so ist wackelig. So, ja. Zahn Magdeburg.
spritziger. Weißt du, was ich meine? Also man merkt es so. Ein bisschen behäbig fand ich für Young Boys, ein bisschen spritziger. Deswegen sind es die beiden Spieler, die ich rauswählen würde. Bilo, was sagst du? Ich will auch vorab sagen, Jungs, bitte, egal was man hier sagt, es ist wirklich nur rein fußballerisch. Ja? Ich sage das extra vorab, ich will nicht irgendjemanden verletzen oder irgendwie, das ist gar nicht persönlich gemeint gegen euch. Ihr seid alles geile Kicker, aber ich sage es einfach nur vorab, damit ihr Bescheid wisst, okay? Ja, ich schließe mich da eigentlich Eli in vielen Punkten an. Für mich auch David, auch wenn du die geil reingemacht hast, eigentlich wie wirklich Stürmermanier. Fehlt mir so ein bisschen die Athletik bei dir, sag ich dir auch ehrlich. Also da fehlt mir auch so ein bisschen wirklich diese Spritzigkeit, dieses... Dieses Gallige. So, ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, bei mir auch Ali, obwohl ich finde, dass du, man hat dir angesehen, dass du es wirklich willst, du bist ehrgeizig und du hast alles gegeben und das gefällt mir. Aber da war so ein bisschen für mich, auch von deiner Körpergröße, obwohl man... Junge, maximaler Quote, ich schwöre, Digga. Das ist, ey, wenn der 19 Jahre alt ist, der könnte mich totschlagen, Digga. Das ist nie, der ist niemals 19 Jahre. Der hat 4 Kinder zu Hause, Bruder. Wenn man da nicht urteilen sollte, so ein bisschen der Bewegungsablauf und so ein bisschen mein inneres Gefühl einfach, was mir... Ich sag dir, der heißt nicht mal Ali, Digga. ...sagt, weiß ich nicht, Leganes, das ist spanische Mannschaft, das ist... sehr technisch und sowas, ist schon auch anspruchsvoll. Aber wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen oder sowas, ja? Also bei mir auch David und Ali, so wo ich jetzt in der ersten Runde gesagt hätte. Samra? Ey, ich gehe da voll mit. Ihr seid alles krasse Spieler. Ihr seid alle sehr talentiert. Ali, du hast richtig Hunger auch. Also, du hast Bock und so. Du willst am liebsten den Torwart fressen und so. Bruder, bitte, ja, warum muss man immer irgendwie gut reden, Digga? Die haben, denen ist es einfach unangenehm zu sagen, er war Müll, Digga. Weißt du, was ich meine? Bruder, im Gegensatz zu den anderen war er Müll, fertig aus, Kreisliga-Spieler, Digga, ja? Tut mir leid, Digga. Aber, ja, ich bin auch jetzt kein Fußballprofi, aber du warst ein bisschen wackelig und bei David, du bretterst die Dinger rein, aber so dieses Sportliche fehlt mir mehr, so dieses ein bisschen Flinkere. Ja, ja, also wenn du, ich weiß, was du meinst, wenn du Stürmer bist, ja. Weißt du, was ich meine? Da musst du auch einen richtig guten Rechner haben, besonders bei Bern wahrscheinlich. Und du musst, wie du auch gesagt hast, du musst dieses, so ein bisschen. Wie hieß er? Boggy? Boggy, vergleich mal die Boggy, also ähnliche Statur. Boggy, ne? Wir haben einen Film Erfolge aufgenommen. Ich hab die, hast du gesehen, wie groß er war, aber trotzdem, wie spritzig der war, vergleichsweise. Ja. Das da, so hätte ich mir das vorgestellt. Weißt genau du? So sehe ich auch so. Also wir haben da den Vergleich mit Boggy und deswegen. Boggy war schon so, wo du sagst, der ist groß, ähnliche Statur und dazu noch spritzig. Wir müssen, was ich dann gesagt habe. Deshalb nicht zu persönlich, sage ich auch. Ja, so diesen bei Freunde, ich muss ein bisschen skippen, weil die Folge sehr lange dauert. Sonst sitzen wir hier 2 Stunden drauf. Bitte seid mir nicht sauer, ja? Aber ich habe nur gewartet, bis jeder seine Meinung sagt. Aber bei den beiden ist das ja auch... Ich glaube, bei den beiden braucht man es diskutieren. Deshalb aus. Ja, Freunde, manchmal sind Entscheidungen hart. Das tut uns natürlich auch leid, aber wir müssen auch fair und ehrlich bleiben. Und alles gut, ihr müsst euch nicht entschuldigen, Digga. So, Freunde, die Two-Touch-Challenge eben erklärt bei Jem. Also folgendes, Two-Touch-Challenge. Ich glaube, für jeden Fußballer oder angehenden Profifußballer ist es extrem wichtig. Ich möchte hier sehen, ich persönlich vor allem, dass der Touch sauber ist. Und dass man alles Schritt für Schritt macht. Das heißt, du nimmst den Touch, dann fokussierst du dich auf das Torschießen. Ja? Und das wollen wir jetzt sehen. Ich gebe den Jungs noch ein paar Tipps und dann sehen wir, was daraus entsteht und was die Jungs machen. Das ist eine Opportunity, die muss man nutzen jetzt. Sein Name ist schon geil, Alter. Lukas, schön, wenn man ausspricht, war einfach. Falcao. Allein für seinen Namen lasse ich ihn. Ey, only two contacts, ha? Okay. Spielt er gut. Das war nice! Ich hab immer noch Hoffnung im Falcao. Einen guten Bewegungsablauf für. Ja, sag ich auch. Gute Bälle. Nicht gut angenommen, aber er wusste, weil er nicht gut angenommen hat. Mach noch eins. Gib ihm zwei. Zwei oder zwei noch. Das geht ja schnell. Stark. Er rettet, mach noch einen. Ich sag, Bruder, der hat keinen krassen Touch, aber er rettet seinen Touch immer mit relativ guten Abschlüssen. Ist wirklich so. Er merkt, er nimmt ihn nicht gut an, dann schießt aber er versucht, schnell ja zu schießen. Er muss ja eigentlich Ballgefühl haben wie sonst, Digga. In Flamengo und Brasilien. Ja. Safe, aber... Ich finde seine Bälle sind gut, aber die sind auch nicht so dankbar anzunehmen. Die kommen schon sehr scharf.
aber so. Aber es sind wirklich gute Bälle. Also die Bälle auf dem nassen Rasen. Ja, gut. Oh. Weißt du, noch ein, bitte noch ein. Gib mir noch ein. Also sag mal mit links schießt Nollum. Sorry. Die Bälle auf dem nassen Rasen. Sexy. Weißt du, die kommen jedes, dieser kleine Auftrupper, die kommen jedes Mal dann. 100%. Den musst du jetzt nochmal bestätigen. Damit ich überzeugt bin. Guck mal. Guter Ball. Zack. Er spielt die ganze Zeit. Guter Annahme. Ja, ist gut, okay. Danke, Lukas. Danke. Für mich nach den Bruder, der ist für mich safe weiter. Ja, ich lass ihn. Ich überleg mal beide einfach. Ja, ja. Also allein auch, die Bälle, die er hier gespielt hat. Der hat gerade 8 Bälle gespielt. Manchmal verkacken die verkacken einen. Die werden die öfter verkacken. Mütze, achso. Starke Bälle. Gut, Justin. Wo hast du die gelernt? Wo hast du die gelernt? Ja, die englischen Bälle. Wo? Wo? Das ist ja vielleicht Individualtraining. Das ist ja vielleicht eine Zukunft. Das ist aber nicht gut. Das ist. Sofyan St. Pauli, 16 Jahre alt. Bisschen hoch. Stark. Ah, okay. Ja, aber war schwierig. Ja. Okay. Ja, der Ball war auch nicht ganz frei gespielt. Ja. Guter Ball. Ah, der ist gut. Hä, der kackt voll rein gerade. Ja, bis der Touch ist nicht gut. Bis jetzt bin ich noch nicht bei ihm. Geiler Ball. Walla, die Bälle kommen gut. Touch ist nicht gut. Nee. Bruder, was passiert hier? Ich schwöre, das bin ich einfach. Was sagst du dir? Der Touch ist nicht gut. Mir gefällt er auch nicht. Ballannahme. Das ist sein erster Kontakt, wie er den annimmt. Den zieht er schön rein. Noch ein. Gib ihm noch die zwei, die im Tor sind. Die zwei kriegt er noch. Digga, er ist 17. 17. Aber die trainiert sowas. Bruder, aber ne. Mach mal, schieß mal bitte ein mit Vollspann. Oder was wollen wir da noch sehen? Ist vorbei. U17 St. Pauli. Also zieh mal bitte einmal durch, wenn es geht. Raus. Ich will sehen, einmal Vollspann schießt. Er hat nur reingelegt. Alle mit Innenseite. Oder du kannst den Typen nicht weiterlassen. Das ist unfair gegenüber die anderen. Okay, danke. Für mich auch eher. Starke Kandidat auf jeden Fall. Mich. Erster Durchgang war überragend von ihm. Fand ich richtig gut für einen 16-Jährigen. Jetzt hat er sein erster Kontakt. Hat mich, Bruder, das U17 St. Pauli, die Bundesliga, die trainieren sowas jeden Tag. So einen ersten Kontakt. Sami, konzentrier dich jetzt, Junge. Aber Bruder, das passt sogar zu Lautern, ne? Scheiß mal. Kontakt gut. Guter Kontakt, aber schlechter Abschluss. So ohne. Tam passiert. So, Tam auf Ghetto ist der gerade. Ja, genau. Ich habe auch blind drauf. Tam aus Wedding hinterauf. Aus Wedding hinterauf. Das ist gut, dass wir so. Das war Sofyan auch noch, ne, Bruder? Der ist maximal raus, Sofyan. Das ist gut, dass wir schon mal einen Safen haben, der raus ist. Also, wir sind gerade gut dabei. Okay, das heißt, auf 10, auf 10 muss ich sein. Nee, oh, Alter. Das ist hart. Er hat wenigstens den ersten Kontakt. Das ist gut, dass wir es jetzt gesehen haben. Ich X die beide. Er hat noch nie von englischen Bällen gehört. Aber, Alter. Komische Haltung war Haben die ja schön lassen, wirklich zu lassen. Ja, aber so, also, weißt du, diese. Ich kann die auch nicht, aber ich weiß. Samir heißt der? Samir. Nee, er kann jetzt mit Spann, habe ich das Gefühl. Er macht nur mit Seiten. Okay. Jetzt sind wir hier. Sam, 29, schwer. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, Justin ist es, ja. Sag ich auch. Ja, okay. Machen wir noch ein. Aber ich Justin oder Lukas. Ich bin minimal enttäuscht. Ja, jetzt Kaiserslautern hat gerade gut performt. Oh, 21, ja. Also ich finde die auch stark, aber auch was passiert? Die englischen Bälle sind hart. Oder die sollen einen anderen passen lassen, was ist das, ja? Wallah, ich werde richtig sauer gleich. Nee, ist schwer. Okay, ein Ball noch. Schwer. Das ist ja nicht dankbar. Ich sag dir, Justin ist es. Ich sag auch Justin, boah. Bruder. Was sind das für Pässe, Bakwalla? Stark, Keeper! Samir, nicht gerade schön für dich. Walla, ich mach bessere englische Pässe. Ah, ich hab Walla gesagt. Er muss mal ehrlich sein, was sollte er machen? Er kriegt da Bälle. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass man anderen englischen Bälle spielen. Nein. Wir haben ja trotzdem gesehen, wer die Bälle trotzdem mitgenommen hat. So, wir haben ja gesehen, der Junge Samir war jetzt gerade ein bisschen. Jetzt sehen wir wenigstens seine englischen Bälle. Ja. Aber Bruder, Sofyan hat keinen guten ersten Kontakt, hat nicht gut geschossen, hat auch keine guten englischen Bälle gespielt. Weißt du, wer so richtig krass aussieht beim Fußballspielen wie ein Profi? Wie er so dieses spielt, finde ich. Ja, aber von seiner Bewegung ohne Ball nicht. Nein. Wenn er den Ball am Fuß hat, wenn er den Ball am Fuß hat, ist brutal, finde ich. Was er so für Bälle spielt, ist schon krank. Wie das aussieht. Er hat diesen professionellen Bewegungsablauf drin. Aber wenn du einmal in dem Game warst oder so, auch bei Bilo und so, das ist so, wenn du einmal schon so
Profibereich gespielt hast, dann hast du Bewegung drauf. Sieht anders aus als bei Amateurkickern, wenn ich da zocke. Ist einfach so. Er hat auch so einen professionellen Bewegungsablauf, alles, was er macht. Ja, gut, und dabei. Zack, oh, ja, guck das mal an. Schön. Ja, super. Guck mal, aber dieser erste Annahme, Kontakt, der war super. Das brauche ich. Ja, diese ersten Kontakte. Gut, erster Kontakt. Aber sag jetzt, ganz, wie er da steht schon. Die Bälle von Sami sind okay, wa? Okay, ja. Die Bälle ist gut. Ja, ist gut, ja. Der erste Kontakt von ihm ist sensationell. Oh, der ist sensationell, der Mann. Boah. Der hat auch die krassen Pässe die ganze Zeit gespielt, ne? Gefällt mir. Der ist super. Ja, für mich ist jetzt schon der Profi. Ganz klar. Für mich wie ein Kandidat. Die Bälle sind auch nicht so gut, Digga. Gute Bälle, Sami. Ja, geht. Jahre, never. Wir haben, glaube ich, schon das Finale, ja? Sorry, Bro. Also ich finde, ich habe schon den Pro, das ist der Typ aus Rostock, safe. Justin, ist die ersten Kontakte sind geil. Aber die Abschlüsse sind viel zu schwach. Ja. Justin, sag mal bitte ein mit Vollspann, ja? Hau mal mit ja, Drift, so richtig mit Power hinter, mal gucken. Viel zu schwache Abschlüsse. Ich kann mir echt vorstellen, dass das ist. Ja, klar. Guter Ball. Hinterher. Nein. Das ist auch zu langsam. Nein. Oder der hat alle Schale da drüber geschossen, ja, der Typ ist raus. Also 100 pro raus. 100 pro. Ich hab, guck mal, erste Runde hatte schon ein Kreuz. Erste Runde hatte schon sogar ein Kreuz bei ihm. Ja, wegen Statur alleine schon, Magdeburg. Ja, und die Schüsse, das ist keine Power hinter. Two Contact Challenge, Annahme, Abschluss. Waren sehr geile englische Bälle dabei, muss ich sagen. Hat mir gefallen, wirklich schön, scharf, präzise. Ich sag, auch wenn er eine richtig gute Technik hat, zahm. Ich kann mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, 20 Jahre Magdeburg, offensives Mittelfeld. Ich habe so das Gefühl, dass Magdeburg immer so körperbetont ist und so auch. Achtet mal, er musste da lachen. Ein dreckiger Verein in dem Sinne, wie die. Warte, Bruder. In dem Sinne, dreckiger Verein, wie die Spieler halt, die sind dreckig, die gehen in den Zweikampf richtig rein. Ja, das die stimmt. Beißen, die spucken. Ja. Du weißt, was so, ja, so meine ich das. Und da habe ich so das Gefühl, dass du vielleicht so ein bisschen auch von der Körperstatur und auch vom Schuss her, da war nicht genug Power für mich dahinter. Ich hätte jetzt gesagt, ja, leider Sam würde ich jetzt, es war so zwischen Sofian und Sam bei mir auf der Kippe, muss ich ehrlich sagen, aber ich würde dann doch eher sagen, Sam wäre meine Wahl erstmal jetzt rauszunehmen. Aber du spielst Bombe, Bruder. Ja, Bruder, nochmal, wirklich, Jungs. Du spielst sehr gut. Nichts persönlich nehmen, wirklich. Eli? Ich habe auch zwei auf der Liste, wo ich sage, boah, würde ich jetzt sagen, sind keine Profis oder angehende Profis. Auch Sam von Magdeburg und den, wie heißt Sofian. Sofian, sind so viele Namen. Sofian von St. Pauli, er ist 16, safe. In der U17. Safe. Ich glaube aber, dass Die englischen Bälle ja, da, muss man ehrlich sagen. Du siehst es so ein bisschen, wie er das macht. Muss man und so. Ehrlich sagen. Ersten Kontakte waren auch nicht so gut, die ersten auf jeden Fall. Aber dennoch ein geiler Kicker. Aber ich würde in der Runde auch auf jeden Fall für Sam geben von Magdeburg. Weil auch, wie du gesagt hast, ich glaube, da geht es körperlich ein bisschen mehr zur Sache. Ich fand die Abschlüsse so ein bisschen läsch, so nicht stark geschossen. Ja, also vom Druck her. 20 Jahre alt heißt Männerbereich. Ja. Er spielt Männerbereich. Und Regionalliga, ne?
oder Oberliga. Aber es ist auch Oberliga, Magdeburg, weißt du, was da abgeht? Yeah. Wir haben hier gegen Tasmania gespielt, weißt du, was da für Leute schon teilweise unterwegs sind? Natürlich. Also, schwierig. Nee, ich würde auch sagen, auf jeden Fall, Sam, tut mir leid, du bekommst meine Stimme. Ja, komm, dann hau ich erstmal auch mal raus. Ich hatte auch genau das gleiche, ja, zwischen Sofian und Sam die Entscheidung. Sofian hat in der ersten Challenge sehr, sehr gut performt. Und ich glaube einfach aufgrund des Alters 16 könnte ein Ticken eher sein, auch wenn es jetzt auch für mich ein Wackelkandidat ist. Deshalb gehe ich auch mit Zahn mit. In der ersten Challenge hast du sehr, sehr starke Aktionen drin gehabt. Also wirklich zwei sehr freche Aktionen dabei gehabt. Kannst du die zu Hause auf jeden Fall einrahmen. Gute Technik, auch gute erste Kontakte, gute englische Bälle. Nur die körperlichen Voraussetzungen für U21 Magdeburg, das glaube ich einfach nicht. Hättest du jetzt gesagt, keine Ahnung, U19 Sandhausen, hätte ich sagen können, ja, auf 10er könnte hinkommen, aber für richtigen Männerfußball ist mir das dann ein Ticken zu wenig noch. Deshalb würde ich dich rauswählen, auch wenn du ein geiler Kicker bist. Ich gehe da voll mit. 100%? Ja. Ja, obwohl Magdeburg, Lieblingsverein? Ja, guck mal, der hat die Größe auch von Barış Artık und so, aber diese Stabilität fehlt. Also ein bisschen kräftiger, ein bisschen. Ja. Ja, ja. Ja, du hast Bombe gespielt. Ich spiele alle gut. Aber du bist nicht U23 Magdeburg. Aber ich bedanke mich erstmal. Danke, Salah Habibi. Sam. Vielen Dank, Bruder, ja. Der und Sofian, ne? Oder was? So, Freunde, wir sind nur einer ist jetzt raus. Das heißt, nach nur einer ist jetzt rausgeflogen? Okay. Ich hätte Sofian safe eher sogar rausgeschmissen als ihn. Die englischen Bälle von Sofian waren Katastrophe, Bruder. Gleich zwei rausgeschmissen und es gibt dann das große Finale. Halbfinale, Jim. Was machen wir? 2-2. Geiles Spiel. Passt einfach sehr gut da gerade. Ah, die brauchten noch einen. Für die Quote. Okay, ihr könnt. Justin, der spielt die Bälle. Guck mal, der Laufweg von Lukas. Da siehst du schon, richtiger Laufweg. Oh, geht doch links vorbei. Du warst doch schon vorbei gewesen. Der hat den Überschläger eigentlich so gut angesetzt, ne? Ja, Flamengo. Boah, so Elfmeter. Aber Penalty. Boah, ist 100% Elfmeter. Ja, ist aber hier ist auch wieder Feuer drin. Erstmal kreuzen stark. Zweitens, Sofian, Bruder, der macht den Übersteiger. Lukas macht das gut, aber und er war der vorbei. Er war vorbei gewesen. Ja, ja. Können die doch gar nicht machen, weil es ist doch deren Entscheidung. Ja. Spielt er gut? Ja. Ja. Mach weiter, Sofian, mach weiter. Oh, gut, Sofian. Gute Bewegung. Also, er macht. Gut, Lukas Falcao, der zeigt jetzt hier brasilianische Spieler. Er spielt für mich trotzdem noch ein bisschen zu locker, irgendwie gefühlt. Für euch nicht? Doch. Oh, wollte er. Wollte er Lassi gemacht? Er wollte. Ey, nehmt euch mal Zeit zwischen den Übungen, ja, sonst seid ihr tot. Boah, ganz in Ruhe. Die Frage ich fand ist, aber Sofian übertrieben gut mit seinen Zähnen. Also, der kann keine Fußballer, aber der kann geile Übersteiger auf jeden Fall. Ja, was sagt ihr zur Verteidigung? Sami ist sehr aggressiv. Mhm. Der Bruder, der macht keine halben Sachen. Ich schwöre dir, der passt zu laut, weißt du was? Ja, sag ich auch. Ich schwör's dir, der passt einfach zu laut. So aggressiver. Wie alt ist der? Aber UN20? Boah. Warte, wo spielt der denn? Ja. Sechser, ja, das ist so ein dreckiger Sechser, könnte. Ich schwör's dir, why not? Vor allem, er bringt ja diese Körper. Nein, bei allen, why not? Hier finde ich bei Flamengo ein bisschen too much. Da fand ich beim Barca-Spieler, der hatte. Der war halt gestört, ne? Falcao und dieser eine Hansa Rostock-Finale. Ey, der ist 16, vergiss das nicht, ja, ne? Ja. Oder bitte, weil er ein paar Überschreiber machen kann. Ja, lass mal, ja. Aber Justin ist auch stark. Verunsichert mich gerade komplett. Ich weiß jetzt nicht, was ich da raus. Ich finde ihn in der Übung, er macht's gut auf jeden Fall. Also für 16. Versuch mal. Bundesliga weiß ich nicht, Bruder. Nee, was ist das für eine Annahme, Bruder? Bruder, was ist das? Ja, bitte. Er macht halt immer mit Seite. Ja. So dieses Rauf und mit Tempo ein bisschen, du weißt du, also das macht den, guck mal, das macht boah, den, ist gut, das, den, macht den boah, das macht den Verteidiger schon schwieriger. Der hatte schon schnelle Beine, der Bruder, schon der gut. Hat, gefällt mir, Lukas. Jetzt sehr gut, okay, sagen. Einmal tauschen bitte, einmal Defensive, ihr könnt starten. Und Stabilität und so, du hast ja schon gut. Ja. Guck mal, was er trotzdem, Mitte, ziehen die Mitte, das ist gut. Guter Kommandos, aber. Erste Aktion, die kommt sofort zum Abschluss. Der Laufweg von Justin war gut. Und Bruder, das war auch so mit Tempo, Überzeugung. Super Ball. Das war ein Ball, Alter. Alter Schwede. Die 1-1. Ich mag das, wenn er so dieses Tempo raufgeht. Guck mal, macht er gut. Aber guck mal, ja. Das meine ich genau mit, wenn das. Du mit Tempo raufgehst, du musst nicht mal, nicht mal was machen. Mhm. Es ist so schwer für einen Verteidiger, das Tempo raufzunehmen. Ist, weißt du, ich meine? Ja, beide haben immer verzögert, Flamengo und Dings da. Für mich ist das Finale, die beiden hier offensiv. Ja. Egal, wer jetzt den Ball. Zwei Aktionen, zwei Warte mal ganz kurz. Komm mal ganz kurz her.
Ja, das mag ich immer. Egal, wer den Ball von euch jetzt bekommt, der kommt von einem von euch, zu einem von euch beiden. Ich will, dass einer, ob Trick oder nicht, wie du es gerade gemacht hast, nochmal wirklich mit Tempo rauf, macht ruhig einen Übersteiger oder sonst was, aber wirklich so, geht eins gegen eins, spielt einmal nicht ab, okay? Egal, wer ihn jetzt bekommt. Aber dann nimm ihn so, dass du ein, zwei Schritte noch zurückgehst. Super Ball. Aber jetzt kann er mit Tempo kommen. Ja, jetzt kann er mit Tempo kommen. Echt, ja. Und jetzt geht er vorbei. Jetzt er spielt stark, Mann. Gar nicht schlecht verteidigt von Dings, ne? Von Lukas. Der ist aber auch gut, Alter. Stark. War das Kaiserslautern oder Hansa Rostock? Ich schick ihn ins Kino, Digga. Ich bin von ihm voll überzeugt. Der passt doch zu Lautern irgendwie. Ich bin jetzt gerade mit den Angreifern durcheinander gekommen. Ich weiß nicht, wer Kaiserslautern ist und wer Hansa Rostock ist, Digga. Sofian raus auf jeden Fall. Ja, klar. Flamengo finde ich auch zu wenig einfach. Auch wenn er so ist, ist zu wenig. Aber diese Bälle sind wirklich gottlos. Sorry. Ach, scheiße. Kann passieren. Okay, danke schön. Dankeschön, Jungs. Könnt ihr euch gerne aufstellen? So, Freunde, Halbfinale jetzt gesehen. Ich hätte tatsächlich schon mal eine Entscheidung getroffen, aber wir wollen uns erstmal die Storys anhören. Wo sollen wir anfangen? Was sagt ihr? Welchen wollt ihr? Hier vorne dann. Würde Flamengo. Ich sagen. Ja, okay. Gerne. I grew up in Brazil. I was born there. I grew up there. I started playing futsal when I was young. Futsal? Yeah, futsal. And then I went up to on the grass pitch, like normal pitch, with Flamengo. And then I. Wii U19? Ich mach mal ganz kurz Übersetzer für Eli, warte ganz kurz. Ich verstehe doch, ist ja dumm. Ich verstehe alles. Ist ja dumm. Yeah. And then I came to Germany to play Third League with Victoria Berlin. And where? Then where Victoria Berlin. Victoria Berlin. Victoria Berlin? Yeah. With which first, age? First team? Yeah, first team. On the Third League. Last year? Yeah, when they were in Third League. And then we went down. Dritte Liga hat er gespielt. Victoria Berlin ist aber wirklich abgestiegen. Ja, okay. Aber dritte Liga? Da war ja schon Profi. Aber wieso ist er dann zu Flamengo zurückgegangen? And then I went back to Flamengo U23. Kennst du ihn, Bruder? Ich hab einen richtigen Call. Guckst du, wenn du ihn kennst? Ich hab einen Call, aber da könnte ich ein bisschen in die Falle hauen. Bruder, ich schwöre, ich weiß, dass... Kennst du ihn? Ich hab im Kopf, dass es wirklich einen gab bei Victoria, der Falcao hieß. Jetzt ohne Witz. Mein Gott, ja! Ich hab's wirklich im Kopf. Ja, ich schwöre, es gab einen. Also ich weiß nicht, ob er dann wirklich zu Flamengo zurück ist, aber es ich gab schwöre, wirklich er hat recht, einen er hat recht, bei Victoria. Das ist mir jetzt in meinen Kopf gekommen, dass ein bei Victoria der Falcao ist. Okay, ich habe eine Frage. Und das kann er wirklich sein. Ich habe eine Frage. Aber war er dritte Liga, oder? Ja, ich war der gut in der dritten Liga? Ich weiß nicht, ob er ist. Okay, krass, Digga. Das ist aber... Ich war da zugucken, weil mit dem war so fast mäßig was, so mit partnermäßig, ne? Okay. Und, mit Delay, oder was? Nee, so anders. Ach so, okay. Und dann war ich da und ich kenne auch jemanden von dort. Ja. Und der hat sogar getroffen am Anfang die ganze Zeit, Falcao. Der hat... Soll ich ein bisschen was fragen? Ja, aber dann könnte ich ein bisschen. Ja, frag, scheiß drauf. Kennt ihn jetzt. Do you know how many points do we have in the first five matches? Ach, gute Frage. Points? Yes. Das muss eigentlich sein. I know that we won the first like seven games. Ja. But points? Das war stimmt. Ist das? Oder also, warte. Ich kann noch eine Frage. Oder die haben den ersten Spiel hat Victoria, ja, da war jeder überrascht, die haben alles gewonnen. Dritte Liga oder sowas gewesen. Ich weiß, und dann, sieben dann, waren? Dann sind sie abgestiegen. Oder entweder irgendjemand hat ihnen die Geschichte erzählt, das hat perfekt so erzählt. Scheiße. Oder der. Krass, Alter. Soll ich fragen? Oder? Ja, frag jetzt, scheißegal. Can you call me the name of one of your centerbacks? Ja, gut. Wenn er das jetzt antworten kann, dann haben sie es ja schon herausgefunden. Wie? Gunther, Tobi Gunther. Das ist richtig. Das ist ein Kumpel von mir, Tobias Gunther. Okay, aber ich auch noch. Ja, ist vorbei. Dann hat der dritte. Jawoll, aber da bin ich glücklich, Digga. Von Anfang an, ich wusste, er ist es. Aber ich weiß nicht, ob er dann wirklich zurückgegangen ist und so, ne? Aber er hat recht, ich schwöre, da wo du es gesagt hast, es hat da ein Falcao gespielt und ich schwör's dir. Ja. War der gut? How many goals do you score in the last year? In third league? Yes. Six. Schon gute Quote, Digga. Er hat am Anfang die ganze Tore geschossen, das weiß ich. 100 Pro. Aber ist er nicht im Winter gegangen? Ich weiß nicht mehr. Aber es hat. Aber warte mal kurz, die Frage ist jetzt, wenn er bei Victoria Berlin gespielt hat, dritte Liga, ist er dann der Pro? Ist das dieses NSZ, was sie suchen?
Ein Fall, irgendwas Brasilianisches hat auch Tore gespielt. Aber Digga, 6 Tore in der dritten Liga ist eine gute Quote. Das ist nicht schlecht. Aber dann auch wieder weg, kein Verein, weiß ich nicht. Das ist ja auch gerade ein bisschen stutzig. Bruder, warum? Okay, wenn du jetzt meinst, du kommst nach Deutschland, spielst dritte Liga, performst hier sogar. Ich sage dir mal, dann müsstest du eigentlich irgendwie noch. Du willst doch hier weiter. Warum gehst du nach Flamengo oder nach Brasilien zurück, um Flamengo U23 zu zocken? Which number do you have? Last bei Victoria? 11. Ist richtig? Weiß ich nicht. Einfach so. Ich dachte 10. 10 hat der Enes. Ah ja, stimmt. Okay, die haben ihn aufeinander genommen. Ist genau Luke gefragt. Gerne den nächsten. Scheiße, Digga, thank you. Also, ich hätte niemals gedacht. Also, guck mal, bevor ich jetzt das in meinen Kopf kam, hätte ich niemals gedacht, dass er das ist. Bruder, ich dachte, es ist ein geiler Kicker. Yeah. So, aber der hat irgendwas damit zu tun, aber nicht. Vielleicht ist jetzt wirklich. Die Frage ist, die ich noch trotzdem habe, wenn er jetzt aktiv hier noch zocken würde, ne? Regio oder so auch, der hat ein Wochenende das Spiel in ein paar Tagen. Wie realistisch ist das jetzt? Tobias Gunte, er kannte Tobias Gunte. Ja, gut, also, dass das er da gezockt so, das ist auch so eine aber Sache. Ob er jetzt aktuell noch spielt oder so, das ist so meine Frage eher, weißt du? Würdest du hier hinkommen, Bruder, als Regio-Spieler, der letztes Jahr dritte Liga 6 Tore gemacht hat? Es war aber nicht das letztes Jahr, sondern es war halt vorletztes Jahr. Okay, vorletztes Jahr. Die sind letztes Jahr abgestiegen. Das genau. Reicht erstmal. Ja, ist genug. Wer ist es jetzt? Samir, ja. U21 Lautern. Ja, U21, genau. Hau ich raus. Einfach meine Story erzählen? Gerne einfach deine Fußballgeschichte. Ja, okay. Ich habe mit 5 angefangen bei TSV Rudo. Hab da 3-4 Jahre Berlin? Gespielt. Hä? Berliner? Berlin, ja. Berliner. Ja. Meine Mutter lebt in Berlin, ja. Und da habe ich 4 Jahre gespielt, bis zur U9. Bin dann zu Schwarz-Weiß Neukölln gewechselt. Haben dort ein sehr gutes Jahr gespielt, haben oft Hertha besiegt, Union besiegt, sind dann alle gewechselt nach einem Jahr. Für mich ging es dann bei Union Berlin weiter. Hab da 6 Jahre im NLZ gespielt. Bis zu 16, hatte dann sehr Wachstumsschmerzen im Knie, ein Jahr lang, wurde aussortiert. Bin dann zu TB gewechselt, dort ging es leider so weiter. Ich hatte ein ganzes Jahr lang Knieschmerzen. Habe mich dann entschieden, ich höre für ein halbes Jahr auf mit Fußball, bis diese Knieschmerzen weggehen. Dann ist was Witziges passiert, ich hatte ein Schulturnier und ich habe sehr lange nicht gespielt. Mein Vater sagt, geh nicht hin. Ich gehe hin, ich war dumm, jung. Zack, Schienbein gebrochen, ein Jahr wieder raus. Man sieht, du hast noch deine Narbe. Ja, hier. Ganzes U19 Jahr raus. Dann dachte ich, egal, ich fange mal wieder an mit Fußball. Habe ein bisschen wieder trainiert und bin dann zur Altlinie gewechselt, in die Berlin-Liga. Wir sind durch Corona dann aufgestiegen in die Regio, haben dort sehr gut performt, ich persönlich auch. Und dann durfte ich die Vorbereitung bei den ersten Herren mitmachen, in der Regionalliga Nordost. Habe sehr gut performt, habe dann einen Einjahresvertrag bei Altlinie bekommen und habe bis jetzt im Sommer dort gespielt. Und bin jetzt zu 21 gewechselt bei Lautern, ja. Ich sage, es ist lange mit Schulturnier und sowas. Ich sage, er hat nicht gelogen, bis er gesagt hat, er ist gewechselt zu Kaiserslautern. Alles stimmt alles. Und auch maybe Altlinike, aber ich sage, nach diesem 19 Jahr. Das ist ja so ein random Wechsel zu Lautern. Ja, oder vielleicht hat er sogar noch ein Jahr Altlinike gespielt bei den Männern, aber dann nicht nach Lautern. Wie ist es dann mit Lautern passiert nur? Wie kam der Wechsel zustande? Also ich habe 13 Regionalligaspiele gemacht für Altlinike, habe noch nebenbei 10 Spiele bei der Landesliga gemacht, hab viel Spielzeit gesammelt und bei Altlinike ging es halt nicht mehr weiter. Die haben einen Umbruch gemacht diese Saison, haben unnormale Spieler geholt dieses Jahr und da musste ich mir einen neuen Verein suchen. Oh. Mein Vater lebt in Mannheim, ist 40 Minuten von Lautern, hat gesagt, ich habe hier was, einen Kontakt, durfte zum Probetraining im Sommer und ja, wurde dann aufgenommen. Hab jetzt einen Einjahresvertrag und mal gucken, was wird. Ja, nur mal ein Jahresvertrag. Toi, toi, toi. Ja, Justin. Bei mir war es so, ich habe anders wie einige, ich habe nie in einem NLZ gespielt oder so, Union oder Hertha gar nicht. Ich bin Berliner, ich habe bei Altlinike angefangen, relativ früh, bin da die ganze Jugendmannschaften durchmarschiert. Unser 2003er Jahrgang war überragend, wir sind jedes Jahr aufgestiegen, auch wenn es nur Bezirks- oder Landesliga war, wir sind immer aufgestiegen. Dann, daher kenne ich Sami auch, war es in U19, haben wir glaube ich 5 Spiele gemacht in der Berlin-Liga. Dann wurde es durch Corona abgebrochen, aber wir sind dann aufgestiegen in die Regio. Ich habe da auch sehr gut performt, habe da links außen gespielt, hat in 19 Spielen, glaube ich, 8 oder 9 Tore, auch gute Assists gesammelt. Habe dann damit gerechnet, dass er mich auch vielleicht hochzieht, weil sie ihn auch hochgezogen haben zu den Herren. War dann anfangs erstmal nicht so. Dann, ich habe jemanden, einen sehr guten Bekannten, ich würde jetzt Berater sagen, aber ich bezahle nicht, also ist er einfach ein sehr guter Freund, der mich schon seit sehr langer Zeit betreut. Hat gesagt, dass er sehr, sehr guten Kontakt zu Hansa Rostock hat, zum Chef-Scout von Hansa Rostock. Und dann wollte ich eh schon nach der U19-Saison dort zum Probetraining. War dann dort, die haben mich dort eingeladen, ich war dort. Da haben gesagt, hey, du bist ein sehr guter Spieler, Geschwindigkeit und Abschluss ist überragend, bloß dir fehlt die Spielintelligenz und dieses, weil NLZ, wisst ihr, hat diese Ausbildung genossen, dieses Ganze, war bei mir halt noch ein bisschen alles ein bisschen wild. Haben die gesagt, komm,
bleib noch ein Jahr bei Altlinike, probier's da. Und dann haben wir irgendwie ein 11 gegen 11 gemacht, ja, noch die U19 dann gegen die Herren. Und da hat mich dann der Trainer Heine hat mich dann gesehen, hat dann mit mir gesprochen. Da habe ich ihm gesagt, er soll, also der Leiter soll dann bitte mit meinem Berater telefonieren und das alles abklären. Und dann haben die gesagt, hey, wir können uns vorstellen, dass du erstmal die Vorbereitung mitmachst und dann gucken wir. Da habe ich dann sehr, sehr gut performt, habe auch in den Spielen getroffen. Und dann haben die mir ein halbes Jahr quasi einen Vertrag angeboten, war dann ein halbes Jahr dort. Habe kein Regionalliga-Spiel gemacht, leider. Kam nicht auf meine Spielzeit, habe aber in der U23 sehr viel gespielt, auch sehr viele Tore gemacht. Und dann, dann bin ich im halben Jahr nach Mahlsdorf gegangen, habe da ein halbes Jahr gespielt, Oberliga, habe da gute Statistiken und sowas gesammelt. Und jetzt bin ich im Sommer den Kontakt halt nach Hansa Rostock gekommen, nochmal zum Probetraining, habe mich da nochmal vorgestellt. Die haben gesagt, du hast dich gut entwickelt, hast das gut gemacht und dann haben die einen Vertrag angeboten. Die Frage ist, die... Darf ich kurz was sagen? Ja, gerne. Ich sage, die beiden kennen sich, das sind beides Berliner. Beide tough. Die dachten sich beide hier, lass mal mitmachen, genau. Das sind beides Berliner. Er ist nicht in Kaiserslautern, ist nicht bei Rostock. Die spielen beide in Berlin. Boah, starker Call, Digga. Genau. Die Berliner fuchsen sich rein. Einfach Mahlsdorf, Altlinike, weißt du, das sind so... Aber das stimmt alles so mit den Vereinen von vorher, also von der Jugend. Aber dann immer der letzte Schritt. Der letzte Schritt wird dann nicht sein. Weißt du, was mir so oft in diesem Format aufgefallen ist? Es sind bei den anderen, die man so gut findet, die haben immer so völlig wilde Geschichten, teilweise. Ne? Ja, nicht alle, aber viele. Oder ich sage, er hat wirklich viel auch mit Fußball zu tun, weil so wie er geredet hat, ist schon so, er hat Ahnung von Fußball. Oder Familie, Papa mag richtig Fußball und sowas. So. Ja, guck mal, aber es ist zu viel gewesen. Bei Kaiserslautern, falls du lügst, ja, dann warum nicht sagen, der Anfang war top, Rudo, dann Schwarz-Weiß-Spandau. Dann da alle rasiert, so läuft es doch immer ab. Ja. So, du rasierst dann die Clubstadt mit einem kleineren Verein und dann gehen alle rüber. Ja. Warum dann nicht die ganze Zeit da zocken, vielleicht ein paar Probleme und dann verbringst du die Jugend halt da, ne? Oder du wechselst von der Guten in eine andere Bulli-Mannschaft und bist da dann wieder, weißt du? Schwer. Also ich fand seine Story immer gut bis zu einem bestimmten Punkt. Bruder, nein, aber Sofian, erzähl du mal jetzt Pauli. Ja, also bei mir, das ist jetzt keine Traumgeschichte, einfach so normal. Ich habe angefangen mit 5 Fußball zu spielen im Verein. Dann mal hier gespielt, mal da gespielt. Irgendwann hat sich meine Mannschaft... Also ich habe immer mit Älteren gespielt, mit 06er, mit 05er so. Und irgendwann hat es dann halt meine Mannschaft aufgelöst und ich bin mit einem anderen Teamkollegen zu ETV gegangen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Zu was gegangen? ETV. Was ist das? Das ist ein Verein in Hamburg. ETV, ja. Okay. Dann habe ich da auch eine Saison gespielt, dann wurde ich hochgezogen zu den 06ern. Habe ich auch gut gespielt dort, Angebot bekommen von St. Pauli und dann bin ich halt dahin gewechselt. Und seitdem bist du da? Also du warst beim ETV? Ja, genau, bei ETV und dann bin ich zu St. Pauli gegangen. Direkt von dort? Von ETV, ja. Was ist das für ein Verein? ETV? Das ist so ein, also die sind relativ gut in Hamburg. Die sind so mit die Besten in Hamburg eigentlich, was nicht an der Z angeht. Und dann so in der Tabelle mit drin? In der Tabelle, Wolfsburg, Hertha. Aber weißt du, was ich komisch finde? Ich weiß nicht, wie es in der Jugend ist, deswegen habe ich falsch gesagt. Wir müssen ein bisschen skippen, Leute, sorry. Im Männerbereich ist St. Pauli U23 und Hamburg U23. Ich weiß auch nicht. U17 mit Hertha gegen St. Pauli gespielt? Also man Hamburg hat auch Pauli auch? Nee, ich müsste es nicht so gut. Nee. Wie machst du dich so? Spielst du? Ich hatte in letzter Zeit viel mit Verletzungen zu kämpfen, deswegen ist es mal schwer, mich wieder aufzurappeln. Für mich, obwohl deine Geschichte eigentlich plausibel klingt, Sofian, ich weiß nicht, das hat mich voll getriggert mit den englischen Bällen, sage ich dir ganz ehrlich, Bro. Ja, unnormal. Wie seine Fußhaltung war und wie er den Ball geschlagen hat. Wie die Bälle gekommen sind, Bro. Dass, wenn man irgendwie mal bei St. Pauli oder irgendwo spielt, dann jeder hat einen englischen Ball drauf. Ein bisschen wenigstens. Und das sah so ein bisschen so mit Innenseite nur aus. Das hat mich voll getriggert, keine Ahnung. Sonst deine Bewegung, dieser schnellen Kontakt, diesem Übersteiger, ja, hat mir voll gefallen. War super. Aber das mit dem englischen Ball, das hat mich irgendwie... Ja. Dass ich mich entschieden habe, dass ich sage, Sofian... Achso, noch ein? Zwei? Zwei. Okay. Schwer. Also Sofian, ja, eigentlich war Radamel Falcao, wo ich gesagt habe, also super Fußballer, aber mit der Geschichte, also mit Flamengo und sowas, ist halt krass, wenn man es erstmal hört. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass ich den Namen schon mal gehört habe, auch mit Victoria. Und dass er auch ein paar Tore gemacht hat und sowas. Und das, ja, ich glaube schon, dass Lukas, also Falcao, das stimmt alles. Deshalb einer von den beiden da hinten, von den Männern, von den Freunden aus Berlin. Ich stimme dann Justin raus, weil. Boah.
Krass. Ja, stimmt. Was? Justin dann raus. Für mich ist Justin. Niemals. Also, so Justin, aber das war eigentlich beides gleiche Spiel. Also so nee. Von der Qualität her. Beide gute, sehr gute Bälle. Englische Bälle schön. Antritt gut. 1 gegen 1 gut, hat mir gefallen. Ja. Das war jetzt so einfach so vom Gefühl her. Er hat halt Justin rausgeschmissen. An den habe ich voll geglaubt. So. Ja. Du musst dein eigenes Ding da machen, ne? Ja, ja. Dadurch, dass ihr mich jetzt auch mit Lukas Falcao voll getriggert habt, dass ihr den kennt und so, bleibt er für mich. Ja, aber für mich war er eh im Finale, muss ich sagen. Ja, von der Qualität her sowieso auch schon, aber das hat es nochmal so ein Tüffelchen gegeben. Mhm. Die Sache ist, wahrscheinlich auch die Geschichte. Die Geschichten. Vielleicht gibt es einen Falcao. Ich war mir unsicher zwischen den beiden hinten. Ich hätte ihn eh ins Finale gemacht, weil du kommst hier nicht hin und sagst, du spielst bei Flamengo, wenn du nicht bei Flamengo spielst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist zu wild. Das ist, stimmt schon. Ich mache nicht nochmal denselben Fehler. Bei mir fällt Sofyan und Samir weg. Ja, aber also, schnell. Bombe, Jungs. Für mich war eh eher Finale, weil ich habe nicht nur die eine 2-gegen-2 Übung im Kopf, sondern auch die Schüsse. Die ersten beiden die Übungen. Die ganzen Abläufe und so. Ne? Ja, also, er spielt die Bälle immer gut. Für mich war das klar. Safe. Für mich würde ich auch 100% auf jeden Fall rauswählen. Sofyan und Samir, glaube ich, heißt der andere. 100%. Und bei den beiden. Wenn du 16 bist, erst recht. Ich sag dir, bei den beiden da hinten, das ist viel zu unwahrscheinlich, dass sie sich beide kennen, aus Berlin kommen, beide in der Jugend gespielt haben und der eine spielt jetzt bei Rostock und der andere bei Kaiserslautern. Das ist voll unwahrscheinlich. Und deshalb habe ich einfach nur einen von beiden rausgenommen. Und dass die beide jetzt auch hier mitmachen. Ich sag, die kennen sich, die gehen feiern und so eine Scheiße. ich sage, weil ich alle Übungen im Kopf hatte, ich fand in der letzten Übung fand ich ihn besser. Ja. Nein. Aber die ganzen Übungen vorher fand ich Justin besser. Ja, sehe ich genauso, 100%. Und er hat mich in der letzten... In der letzten hat er mich getriggert. Da hast du auf einmal wie ein Monster gespielt. Ja, und das ist für mich so 2 gegen 2, so 2 Kämpfe. Ich entscheide mich fürs Finale für Lukas und Justin. Krass. Also Samir und ihn raus. Boah, ja, ekelhaft. Für mich war das so ein Mini-Ding von den beiden. Ja, ich habe noch nichts gesagt, aber... Ich, von Anfang an, von Challenge Nummer 1 hat er mir gefallen. Ich habe ihn direkt eigentlich nach Challenge Nummer 1 im Finale schon gesehen. Ja. Also Sofyan würde ich auch erstmal rauswählen. Aber du spielst Bombe, Bruder. Wollte ich gerade sagen. Für 16 guck auch, nicht so böse, ja. So, ja gut. Er hat die plausibelste Geschichte, aber würde ich trotzdem auch rauswählen. Und boah, Sami hat mir gerade besser gefallen als Justin. So was bin ich auch. Falcao für mich safe. Ja, für mich auch. Nachdem ich mich, boah, nein, ich gehe mit meinem Mann Justin und Falcao. Stark. Und dann haben wir das Finale. Ja. Justin und Falcao, ich bedanke mich bei Samir. Danke Halim Samir. Habibi, genau die beiden würde ich ins Finale lassen, Walla. Motherfucker. So, Freunde, wir haben jetzt das große Finale zwischen Falcao und Justin. Ich glaube, ein absolut hochwertiges Finale. Final-Challenge, Block-Challenge, nochmal kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Ein Defensivmann versucht den Schuss zu blocken, der Angreifer versucht, wie gesagt, mit Finden den Ball aufs Tor zu schießen. Der letzte Ball, da geht es ins 1 gegen 1. Da sehen wir, wer der bessere Mann ist und wünsche euch viel Spaß im Finale. Finale, Block-Challenge. Okay, die fangen an. Wallah-Chat, ich hab's zwar am Anfang gesagt, er ist es, aber ich schwöre auf Koran, ich wusste nicht, dass er ist es, ne? Ich hab nur so ein bisschen Dalga-Geschmack gemacht, weil er Falcao heißt, er sieht so Playboy aus, so fußballermäßig, weißt du? Ausländer, dies, das. Ich schwör's, ich wusste nicht, dass er es ist. Super genommen, ja. Also ich weiß immer noch nicht, ob er es ist, aber Bruder, nach dieser Story, dass er da wirklich gespielt hat, hat sich ja schon bewiesen. Wenn er gut. Aber ich finde diesen Justin... Hätte die Story nicht gestimmt, ich gucke erst, was Justin macht. Ich sag euch ehrlich meine Meinung, was ich gewotet hätte. Denkst du wirklich, das sind U23, Bruder? Kann sein. Ich finde die Geschichten sehr wild, muss ich sagen. Er wollte durch die Weine. Der ist schwer. Ein Durchgang noch. Ein Durchgang noch. Und dann wechselt ihr. Boah, da hat ihn ins Kino. Aber er ist halt auch Stürmer, ne? Ja, gut. Oh, mach schnell, mach schnell. Ich geh in die ganze Rechte, nimm die ganz rechts. Stark, ne? Ich bin so gerne erst. Ja, ich hätte ihn auch so genommen, weißt du? Oh. Ja, da wollte er. Okay, danke. Dankeschön. Okay, Zeit mit Justin. Okay. Nein, Bruder. Nein. Boah, der ist aber dynamisch. Guck mal. Das ist auch genau seine Challenge. Nein, Digga, der ist niemals. Nein, niemals. Voila, dieses Niemals-Call ist zu heftig. Es ist Falcao. Bruder, der ist. Du kannst mir sagen, was du willst. Der ist.
er ist flink und so und ja. Und es ist halt die Story, natürlich wegen der Story denkt man sich safe, ja okay, der ist es nicht, weißt du, was ich meine? Aber ich versuche jetzt gerade so fair zu sein und die Story zu ignorieren, genau so wie bei der letzten Folge, wo ich schon wusste, dass dieser eine vom Freakycast oder von 933, wo ich ihn kannte, weißt du, was ich meine? Das ist extrem dynamisch. Nein, der ist ein Berliner Junge, der... Aber U23 wird, ja. Ich sag auch, ich bin bei Falcao. Aber er war dynamisch halt Falcao. Für mich ist es trotzdem Falcao, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, es ist einfach mein Gefühl. Okay. Ja, Bruder, davor wollte er Falcao rausvoten, jetzt sagt er wegen Dings am Anarim. Natürlich, das ist jetzt scheiße, Digga. Wir wissen, dass es Falcao ist, weil die Story stimmt, Digga. Der arme Justin, der hat gar keine Chance mehr. Aber es juckt ja auch nicht, weiterzukommen, ne? Das Ziel ist ja hier, den Lügner herauszufinden oder die Wahrheit herauszufinden. Aber ich sag euch ehrlich, wenn ich jetzt nur von den ganzen Dings ausgehe, Rostock. Nein, ist gut gehalten. Nein, auch so dein Schuss. Auf einmal hatet er ihn so, Digga. Ja! Der war gut. Ja, den hätte er auch direkt schießen können. Nee, Digga, niemals. Er ist halt Stürmer oder Zehner, Bruder. Also, der ist 100% Falcao. Also, er hat es gut gemacht, ist okay. Ja, natürlich. Sorry, super. Ich will jetzt soll gar nicht rüberkommen, dass ich jetzt... Aber nein, Falcao auch der Pro-Spieler ist, ob er bei Flamengo U23 spielt. Ich habe keine Ahnung, wer der Pro-Spieler ist. Also das Finale war aufschlussreich. Klar, wir haben wieder gesehen, dass beide gute Kicker sind. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich habe gerade schon... Ja, ich sag dir ganz ehrlich, dass die Entscheidung ist zwar schon für mich getroffen worden, wo die ihn erkannt haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, von der Leistung her würde ich nicht Falcao wählen, sondern den anderen, ne? Aber es geht ja nicht um Leistung, es geht ja um Wissen. Jetzt, wir wissen es, ja? Deshalb, es ist Falcao, ne? Off-cam. Aber ich sag dir ehrlich, dieser Hansa Rostock-Spieler, angebliche Spieler, der ist für mich der Beste gewesen in dieser Folge. Gesagt, Bilal darf gerne den ersten Schritt hier machen. Okay, ja, Radamel, Lukas Falcao, wie gesagt, als ich es gehört habe, Victoria, ist so ein bisschen Bling bei mir gekommen, dass ich den Namen schon mal gehört habe, auch in Berlin, Victoria, da spielt ein Brasilianer. Ich kann mir sogar bei ihm auch vorstellen, ich könnte mir bei ihm wirklich auch vorstellen, U23, Hansa Rostock, ne? Aber weil ich halt das gehört habe mit Victoria und Falcao, geht meine Stimme nach Brasilien. Samra? Also, Lukas für mich. Beide spielen krass, aber für mich war einfach vornherein irgendwie klar, dass es Justin ist. Auch von der Dings hast du gesagt, ne? Der hat eine krasse Athletik und so und der zeigt sich auch wie so ein Fußballer. So, der antwortet wie ein Fußballer, der läuft wie ein Fußballer. Der andere aber auch, ey, gar keine Frage. Und die hat mich auch getriggert, mit, dass der schon mal Nummer 10, wo? Victoria. Victoria gespielt hat, aber ich tippe auf Justin, auch weil er Berliner ist einfach. Also ich sag, soll ich dir mal was sagen? Ich sag fußballerisch, es ist auch Lukas. Nur mein Ego sagt, dass er die 10 hatte. Und für diese Lüge würde ich sogar Justin nehmen. Aber das hat ja nicht was mit dem Format zu tun, ne? Sondern wir sollen ja den besten Fußballer. Und ich fand, am besten gespielt overall in allen Sachen hat für mich auch Lukas. You have number 10. Not Warum 11. Warum soll er sagen 11? Du, ich weiß nicht. You have number 11, right? Weißt du was? Ja? Yeah? 11. Vor? Den Nashis. Yeah, I know. And fourth? In the fourth league? You played with Victoria in the fourth league? Yeah. Which number do you have there? You have Ich schwöre, thank you, my brother. Ich schwöre, deswegen würde ich jetzt sogar Justin rauswählen. Ne? Er hatte, du... Wie nimmst du denn den? Es ist für mich so arg. Also du sagst, er hatte die Warum Nummer 10. Warum soll er aber bei der Nummer lügen? Weil mein Ego... Ich war in diesem Stadion und der war Zehner. Und ich bin mir sicher, dass da einer die Nummer 10. Aber was macht es für einen Sinn, dass er jetzt sagt, er hat nicht die Nummer 10 das gehabt? Ich auch nicht. Das macht doch gar keinen. Ist doch cool, wenn er sagt, er hat die 10. Ich verstehe das. Aber es ist mein Ego, ist dein Kopf gerade. Was mich auch triggert, ist, dass er Tobias Gunther wusste und dass er wusste, dass die in den ersten Spielen gewonnen haben. Aber das stimmt für mich jetzt. Das stimmt alles. Also ich finde, die Story kann er nicht herausfinden, weil die Story hat er nicht erzählt, sondern er hat auf eine random Frage von Eli geantwortet. Weil jemand, der ihm die Story erzählt hätte, hätte ja ihm nicht gesagt, ey, Eli wird dich fragen, wie hieß dein Innenverteidiger? Deswegen
lügt der Typ safe nicht und was. Weißt du, was ich meine? Weil hätte Eli gesagt, ja, wer war dein Trainer, das hätte man ihm auch erzählen können. Aber Bruder, als ob der Typ sich die Namen ausgedacht hat. Deswegen ist der Typ einfach, Digga. Mit der Frage, wer ist der Innenverteidiger und dass er da richtig geantwortet hat, zu 100% real, Bruder. Du sagst... Aber ich würde vom Fußballerischen trotzdem Justin nehmen, ne? Aber Justin ist es nicht. Das ist der Typ, einfach safe. Dein Call ist, dass er nicht der Falcao ist, wovon Bilal redet. Ist es ein anderer? Oder gibt er sich... Ich verstehe, was er sagt. Mein Call ist, er ist der bessere... Also, er ist der Profi. Ja, verstanden. Weil ich ihn besser finde, vom Tick besser vom Fußballerischen her. Ja. Ich sage aber, dass er... dass ich ihn vielleicht sogar nicht wählen würde wegen Justin, weil ich sage, die 10 ist gelogen. Weißt du, was ich meine? Aber, okay. Weißt du was? Aber die Lüge gemacht, da würde ja gar keinen Sinn geben. Er kriegt auch meine Stimme. Ich sage, du ich bist weiß. Es, aber ich will danach sofort... Ne, ich will danach Bild... Und Nummer. Er muss so aussehen wie er. Okay, ich sag... Also du bist es. Du sagst Lukas, ne? You are the pro. Ich gehe 100%, also ich gehe auch mit Lukas mit 50-50-Finale, fußballerisch. Ich glaube aber, Bilal auch mit dieser Viktoria-Berlin-Geschichte, dritte Liga performt. Ist aber irgendwie komisch, dass er dann nach Brasilien zurückgeht für Flamengo U23. Eigentlich, wenn du da performst, könntest du hier in Deutschland weiterspielen? One question. Gerne. One question. Where do you play before Viktoria? Before? Ja. Yeah. Before Victoria? In America. America? Ja. Wallah, ich glaube ihn nicht. Where in America? Er ist von Brasilien, huh? Amerika, in America? Berlin. In Portland, Timbers. Now you trigger my ist Digga, richtig, ja. Ist richtig. Ist, sowas denkst du dir nicht aus. Aber er hätte irgendein Dorfverein in Brasilien sagen können. No, you are the pro. Er ist der Erste. Ja, er war hier mit der Beste. Er war auch. Das Einzige, ich hätte sofort das Einzige, mein Ego triggert mich gerade so ein bisschen. Vielleicht hast du einfach vertauscht mit 11, wo nein, das 10 und 11 ist. Ich sage sogar, es war die 11. Ich würde sagen, jetzt ist der Moment gekommen. Auflösung. Stell dir vor, Justin kommt jetzt. Boah. Inshallah kommt Justin genau lang. Jetzt darf der Pro-Spieler bitte nach vorne treten. Inshallah ist es Justin. Ja, guck mal, ich war... Ja, nee, wenn Justin von Anfang an geht, dann ist er es nicht. Ach Bruder, ich habe jetzt gesagt, er hatte die 10. 10 Subs. 10 Subs. Walla? Er hatte nicht die 10. Ich sag doch, Bruder, ich schwöre, ich wusste es. Ich habe gerade Gänsehaut. Hey, wie kann ich bei einem Video Gänsehaut haben? Ich schwöre, ich habe gerade Gänsehaut und gleichzeitig schäme ich mich zu Grund und Boden. Ich schwöre, ich bin sprachlos. No. You are was habe ich die ganze Zeit gesagt? Ich meinte die ganze Zeit, sein Alter triggert mich. Sein Alter. Komm, mach dich ab, Junge. Aber auf einmal wusste es. Nur die englischen Bälle haben mich getriggert. Yeah. Sofian U17. Wallah, einfach Müll. Sag doch einfach Müll, Damen und Herren. Auf einmal, er wusste es. Seine englischen Bälle waren Müll. Seine Schüsse waren Müll, Bruder. Im Bundesliga-Spiel zu? Ja. Yeah. Wann habt ihr das nächste Spiel? Ich glaube, dieses Wochenende oder nächstes, weiß ich nicht. Dieses Wochenende spielt ihr wieder? Ich glaube, oder nächstes, ich weiß nicht. Ich gebe euch jetzt einen Call, ich habe das auch gesagt in der letzten Folge bei Dings. Ich kenne jemanden, der hat mit Per Mertesacker gespielt. Er sagt, er war der größte Müllspieler bei uns in der Mannschaft. Aber er hat einfach ins System gepasst. Ins System gepasst vom Trainer. Und deshalb ist Per Mertesacker ein Profifußballer geworden. Und hat bei Arsenal gespielt, Stamm. Weiß nicht, muss gucken. Boah, stark. Aber deine Storys von A bis Z waren, ne? Ja. Ich hab doch gesagt... Wallah, Sofian, es tut mir leid, mach dein Hack halal, Bruder. Bruder, ich hab gesagt, das Einzige, was mich bei ihm triggert, ey, wir dürfen nicht vergessen, der ist 16 Jahre alt. Ja, klar. Aber ja. Irgendwie, ich weiß nicht, diese englischen Bälle haben mich irgendwie... Mein Bruder, aber aus dem Konzept gebracht. Ich muss eins sagen... Sei mal ehrlich, oder? Die haben uns auch krass verarscht, weil er war Profi. Also... You are the Falcao for 2 years? Ja, yeah. Er ist es gewesen. Wir haben uns nicht gekriegt. Er war Profi. Okay, es geht jetzt nicht darum, wer Profi war, sondern wer immer noch ist. Das ist der Haken darunter. Ja, na, da sind manchmal auch Profis mit dabei, okay? Und jetzt nicht mehr. Aber er war es. Er war genau, es war jetzt nicht der Fake-Mann, sondern es war der Mann, den ich gesagt habe. Ja, ne? Es ist Falcao. Sophia, es ist Falcao. Er hatte nicht die Nummer 10? Ja? Nein. Okay. 10 Subs kriegst du. Ja. Okay, danke dir. Musst du was sagen zu den englischen Bällen? Ja, ich kann diese Bälle im Spiel, mache ich das, aber wenn ich so dieses mit Druck habe und so, weil ich kann die nicht so gut und dann auch mit Druck und so, ist ein bisschen schwer so, aber im Spiel ist das nicht so. Ja, man hat ja gesehen, so deine, wenn du auf den Spieler zugelaufen bist, diese schnellen Übersteiger. Das kann er. Das war super gewesen. Da habe ich, aber irgendwie, vielleicht ist auch mein Kopf dumm,
Vielleicht denken die Zuschauer jetzt auch, guck mal, nur wegen englischen Bälle sagt er ihn raus. Vielleicht auch Quatsch von mir, aber das sah irgendwie so, wie soll ich sagen? Das sah nicht. Ja, Profi, auf jeden Fall, ja, dritte Liga. Ja. Wir gerannt uns für Falcao. Ich weiß, was du meinst. Aber die Zuschauer verstehen das. Ist halt schwer. Und ich glaube, die können auch verstehen, dass wir gerannt uns für Falcao entschieden haben, weil wir wussten, wer er ist. Er war Profi. Auf jeden Fall. Dritte Liga. Er ist 16 Jahre alt. Jetzt macht es auch Sinn. Unsere Nummer 10, Nummer 11. 100% Number 11. In Third League. Ja. Ja, ja. Okay. 6 Goals, true? Ja, 6 Goals, 2 Assists. 2 Assists? Ja. Gut. Mann, das war die schlimmste Kombi, weil er wusste, wer Tobi Gunther ist. Weil er wusste, wie die... Da hat er uns alle gesehen. Anfangssaison war. Ja, es ist so beide irgendwie. You play on the playmaker, 10. Yeah, position and the 10. Third league I play also like striker. You know? And right now you play? I play now like 10, playmaker. Like. Because Berlin Regionalliga. Yeah, yeah. Ah, okay. So not back to Flamingo, okay. No. Okay, but futsal, everything is true, right? Yeah, futsal. And then when I was 11, I moved to America. Why? Because my dad had to do a surgery, then our whole family moved to America. And then I started playing there. Academy and then I play with Timbers, yeah. Okay, nice. Thank you. Ach, Sofian, ja, du ärgerst mich gerade. Ich schwöre, Alter. Ali, unser Leganessmann, Österreich, Leganess, jetzt bin ich auch da gespannt. Also, ich habe alles richtig gesagt, alles war Wahrheit. Ich habe in Österreich in Oskar Sturmgrad Academy gespielt. Und bis U16, U17, bis U18. Und dann, jetzt das ist Wahrheit mit Leganess und so. Ich bin wirklich bei Leganess. Ich habe seit 3 Monaten bei Leganés gespielt. First Team? Na, bei U19 und B-Team. Ah, okay. Und ja. Aber wenn er das spielt, dann ist er doch der Profi, Digga. Ja, alles war richtig, alles Wahrheit, nie gelogen. Und ich bin wirklich von mir selbst enttäuscht. Und ich konnte nicht überzeugen. Du hast es super gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie. Ich habe, das war nicht, weil, ich will nicht Ausrede suchen. Das war nicht meine Qualität zu zeigen. Hätten wir 2 gegen 2 gemacht, hätte ich war fix im Finale. Beim nächsten Mal. Alles gut. Hast du super gemacht. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Sorgen. Und ich will noch mal nicht Ausrede suchen. Ich habe ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin gestern von Madrid nach Berlin um 2 Uhr. Bester Mann, Alter. Stabiler Junge. Bei 4 und 2 Stunden habe ich Hotel gesucht, habe ich nicht gefunden. Um 6 Uhr habe ich ein Hotel gefunden. Und ich habe irgendwie diese Nacht durchgezogen. Oder wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich versuche dir zu helfen. Ich bin stolz auf dich, hast du sehr schön gemacht. Ich bin wirklich überrascht. Also alles hat auf einmal umgedreht. Ich bin einer, der will immer mehr, aber kriegt nicht. Versucht immer mehr. Du schaffst es. Mentalität du wirst immer egal, hoch. Du schaffst es. Mentalität du, immer hoch. Bruder, egal welchen Löwe. Weg, du wirst dafür belohnt werden irgendwann. Und safe. Ich weiß eigentlich, sagen, bin ich da. Und ich will nur mit Leganés auch erzählen. Ich habe mit Sturm Graz war ich in der Akademie, einer der besten Spieler in der Akademie, der schnellste Spieler in der Akademie. Stark. Ich habe 2 Jahre mit ich bin 2005, dann habe ich mit Jania mit 2004 auch trainiert, weil ich war so gut. Und dann auf einmal hat es alles umgedreht und dann Sturm Graz hat die Aufstellung gewechselt. Sie spielen mit Raute ohne Flügel, ich bin eigentlich Flügelspieler. Dann hatte ich keine Chance. Ich sage nicht, dass meine Sturm Graz schuld ist, ich bin vielleicht schuld. Ja. Und dann habe ich gewechselt. Aber das ist das, Bruder. Egal wie krass du bist, ne? Das glaube ich ihm auch. Egal wie krass du bist, ne? Wenn der Trainer die Aufstellung ändert oder du passt nicht ins System, ich habe das sogar, scheiß mal auf Merzacker. Ja, ne? Ich habe das sogar bei Fenerbahce gesehen, ne? Wir hatten Spieler bei Fener, die waren brutal. Die hat Victor Pereira nicht spielen lassen und Jesus nicht spielen lassen, weil sie Dreierkette sind, Bruder. Haben gute Spieler nicht gespielt bei Fener, Bruder. Wenn der Trainer einfach, wenn es nicht reinpasst in diese Taktik, ist scheißegal, du wirst nicht spielen. Ich bin ja Leih in Regionalliga in Österreich. Und dann nach halbes Jahr habe ich da gespielt und dann war ich nach Australien in NPL, in zweiter Liga. Und dann wegen Visum und so hat auch nicht funktioniert, weil jeder Verein in Australien darf nur 2 Spieler mit Visum haben. Und ich will nicht zu viel labern und so. Alles und gut. Ich hatte keinen Agent. Allah, wie süß er ist. Und jetzt habe ich einen Agent, einen australischen Agent. Der hat mich verarscht, richtig verarscht. Der Ich bin seit 3 Monaten in Leganés. Die haben mich versprochen, ich komme in Leganés. Und ich habe bezahlt für Probetraining einen Monat. 3000 Euro habe ich für Probetraining bezahlt. Einen Monat für Residenz, also Wohnung und so. Mit über 50 Spielern. Ich wurde aufgenommen mit über 50 Spielern. So richtig alles professionell. Sie haben gesagt,
du so kriegst einen Profivertrag, du trainierst mit 2 und dann spielst du manchmal mit U19 und B-Team. Und dann, sie geben mir mit Namen auf Trikot, hinter steht mein Name auf Leganés, alles so richtig. Haben wir ein Foto gemacht, auf Insta gepostet, alles richtig. Und dann, nachdem war ich eine Woche nach Österreich, musste ich meine Sachen anpacken, dann damit ich wieder zurückkomme. Ich komme in diesem Moment, ich komme zurück und dann, sie haben gesagt, sie werden alles bezahlen für mich. Apartment, wenn ich Schule gehe oder sowas, sie werden alles bezahlen, dann kriege ich auch ein bisschen, also Gehalt. Und dann ich gehe zurück und dann sie haben auf einmal, sie haben gesagt, du musst selber deine Miete bezahlen. Dann so, das war die erste Überraschung für mich. Und dann ich habe gesagt, ich kann das nicht, bla bla bla. Und dann, ja, das war allgemein, das haben sie nur mit mir gespielt, nicht nur mit mir, mit ganz zu vielen Spielern. Da war ein paar Spieler auch aus Deutschland. Die machen nur alles mit dem Geld und. Schweine. Wie heißt dieser Verein? Leganés. Leganés, ich werde auf meinen nächsten Song, ich werde die dissen für dich. Sei nicht traurig. Wallah, sei nicht traurig. Weiterkämpfen, was los? Lach mal. Ich kann euch alles zeigen mit Screenshot, Video, Chats, alles. Alles gelogen bis zum Mittwoch. Er sagt, lach mal, Digga. Der Typ hat sein Leben da verloren, Bruder. Ja, ich küsse deine Augen. Bis zum. Wie soll man da noch lachen, Digga? Montag. Wallah, haram, Digga, ja. Was für Hurensöhne, Alter, ja. Da habe ich entschieden mit meinem Agent. Dann habe ich meinen Agent auch angeschissen, so richtig. Aber was ist das für ein Agent, Dein Agent ist auch ein Peach. Darf ich dir was sagen, mein Bruder? Wallah, deine Geschichte gibt mir sehr an mein Herz. Und wallah, wenn ich dir was Gutes tun kann, mache ich das. Aber ich will dir was sagen. Wir schwören nicht auf Gott. Gott sieht uns alle. Ja. Aber ich sag dir was. Jetzt extra, du musst weiterkämpfen. Jetzt erst recht, du musst Profi werden. Die ganze Zeit so ist passiert. Du musst nach vorne gucken. Ich weiß, du erzählst von deinem Herz. Ich kann euch alles zeigen. Mich trifft es auch, aber hör mir zu. Mein Trikot ist auch hier. Ich kann euch zeigen. Steht mein Name, ich steht in mein Rucksack. Weißt du, was du machst? Du redest danach mit dir. Dia, mach du schon. Ja, ich kümmere mich um ihn. Aram, ja, Dia, Bruder, ich will gar nicht wissen, wie die Leute Dia seinen Kopf. Wallah. Dia hat sich in seine Position reingetan, gerade in Deutschland. Und Bruder, dieses Format kennt ganz Deutschland, Digga. Dieses Format ist zwar gerade neu, seit fast 2 Monaten, 3 Monaten, aber es kennt ganz Deutschland. Die ganze Fußballszene kennt Diar. Und jeder sieht in Diar die Hoffnung seines Lebens, Digga. Leute, lasst doch Diar in Ruhe, ja. Der Typ wird so safe gefickt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, Harame sein. Ja, er ist hochgejagt worden des Todes, Digga. Ja, wow. Der hat Geld bezahlt. Wie viel Geld hast du insgesamt? Wir haben einen Enkeltrick auf ihn gemacht. Mehr als 6.000 Euro habe ich bezahlt. Du hast 6.000 Euro bezahlt, auf Deutsch gesagt, um verarscht zu werden. So. Darf ich was sagen? 1.000 Euro von mir für dich, Geschenk. Wallah, zurück. Weil du hierher geflogen bist und so. Hast du Kontonummer? Wallah, ich mein's ernst. Alles gut. Okay, danke schön. Danke, Ali, danach, wir kümmern uns drum, ja? Wir bleiben in Kontakt sowieso. Oder ich will ihn helfen. Also ich mach's kurz und knapp. Bei mir war alles wahr bis zur Altklinike. Nur der Wechsel mit Kaiserslautern hat nicht gestimmt. Ich spiele jetzt bei Lichtenberg 47 in der Oberliga. Ja, aber gucken, perfekt. Genau. Stark. Du bist ein sehr guter Oberligaspieler. Ja. Seit wann spielst du da? Bei Lichtenberg? Ja. Seit letzten Winter. Schon ein Jahr. Sonst hätte ich fast noch gegen dich gespielt. Ich habe bei Berliner SC gespielt vor 2 Jahren. Ja. Super Spiel auf jeden Fall. Ja, Wallah, mach weiter. 100% habe ich. Glaub immer an deine Träume, Bruder. Wallah. Mach ich, Bruder. Arbeite dafür, kämpf dafür. Young Boys, ja, ich habe eigentlich angefangen beim Jugendverein zu spielen. Dann ging es weiter in die Talentschule. Da habe ich einfach eine kurze Zeit gehabt. Und aktuell spiele ich in der Schweiz. Haben wir ein Team neu gegründet. Seit 2017 und geil. Wie heißt die Mannschaft? EF United. Welche Liga ist das da? Das vierte. Bist du aus der Schweiz hier hingeflogen? Ja. Super, ey. Danke, David. Ey, Dankeschön, David. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, Bruder, wofür Dankeschön? Ich küsse eure Augen, ja. Wallah, ja. Die Leute sollen sich bedanken, dass sie so eine Plattform kriegen. Ich küsse eure Augen, Bruder, ja. Bei Gott, Amen, Akeim. Wenn ich ein Nix wäre, was ist diese eine Flugticket? Ich kann bei dir mitmachen, bei Gott, Bruder. Wallah, ihr versteht das nicht. Ihr versteht nicht, was die Leute im Hinterkopf haben, Bruder. Das ist eine Chance für die Jungs. Und dass die Jungs nicht Danke sagen. Weißt du, was ich meine? Bruder, Teilnehmer, das ist Angebot und Nachfrage.
Teilnehmer hast du unendlich nach diesem Statement von diesem Dings. Nach diesem Dings hier, ihr wisst schon. Von Find the Pro. Bruder, Find the Pro ist das erfolgreichste Dings überhaupt. Der erfolgreichste Content gerade in YouTube Deutschland. So viele Profis wollen da erkannt werden. So viele Scouts sind mit dabei. Bruder, das ist das größte Motherfucker-Ding. Als Fußballer, Walla, wenn das in meiner Zeit geben würde und ich könnte Fußball, ich konnte mal Fußball spielen, wo ich noch nicht mein Leben aufgegeben habe, Bruder. Ich schwör's dir, Bruder, ich hätte jedes Geld genommen für ein Flugticket, um da mitzumachen, Digga. Ja, also ich war auch eigentlich alles richtig. Ich hab nie auf meiner NZ oder so gespielt. Ich hab die ganze Zeit bei der Klinik gespielt. Das ist eine Chance für die Leute, Digga. Privat gemacht, investiert. Das ist eine Chance für die Leute, Bruder. Stark. Mehr kann. Walla. Schöne Worte. Diese beiden Waffen, halt Geschwindigkeit und mein linker Fuß. Da habe ich mal versucht, weiter auszubauen. Jetzt wurde ich dann wirklich auch hochgezogen, Regionalliga, Altlinike. Hab dort eine überragende Vorbereitung gespielt. Dann war es wirklich so, dass ich dann diese sehr langen Krankheiten hatte mit Corona und sowas. Wurde dann quasi auch so mäßig aussortiert. Also mir wurde gesagt, du wirst halt nicht spielen. Habe ich mir halt Oberliga-Verein gesucht und spiele jetzt noch bei Malsdorf Oberliga. Oh, super, stark. Malsdorf Oberliga. Ja. Ja, Malsdorf verraten oder was? Nee. Da, bei dem habe ich mich nur gefragt, wo er spielt. Er spielt in der Oberliga, Digga. Krass, aber dieser Justin war für mich einer der Besten, ja. Nice Folge, Leute. Immer wieder Liebe lassen bei dir. Wirklich sehr geiles Format. Krass, dass es Sofian ist. Im Nachhinein nochmal Entschuldigung, wirklich. Mach deine Hacke lala, aber ich hätte das niemals erwartet, Bruder. Aber umso besser... Jetzt, du hast es uns bewiesen, Digga, das ist immer schöner, wenn man es den Leuten, die nicht an dich glauben, wenn man es denen zeigt, dann schmeckt es immer noch mehr. Deshalb, Bruder, du hast es mir gezeigt, du hast es mir richtig gegeben. Stark, Sofia, mach weiter so, ich wünsche dir nur das Beste.